Moin, hier von der Cerberus. Ich bin gerade wieder an Bord gekommen und siehe da, schaut mal hier, 14,4 Volt, unsere Paneele leisten ganze Arbeit und der Windgenerator. Später Alles schon mehr nach dem angehaltenes Intro. Schiff. Folgt uns auch auf Instagram, sailing_cerberus. Klickt doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Danke! Beide zusammen halten das Schiff immer, oder nicht immer, aber meistens so, dass wir zwischen 100 und 90% haben. Also das Tiefste, was mal war, war glaube ich 83%, war ich runter, am Anker natürlich, wo alles gebraucht wurde. Waren wir bestimmt eine ganze Woche am Anker. Ja, so ist das. Hier ist nochmal unser Zähler. Ich mache den nochmal an hier. Wir haben hier einen eigenen Stromzähler an Bord, auch für diese ganze 220 Volt Geschichte. Ja, so sieht das aus, wenn man mal 5 Tage nicht an Bord war. Schön, freut mich. Ja, schauen wir mal auf den Monitor. Das ist unser Laptop, der sowieso hier auf unserem Kartentisch fest installiert ist. Man kann ihn abnehmen. Viele kennen das System, einfach nur drücken. Dann kann man diese ThinkPads einfach so mitnehmen. Aber dieser Laptop ist nun mal vorgesehen hier für das Schiff und da ist auch ein separates Navigationssystem drauf. Da möchte ich jetzt aber nicht drüber eingehen, so wie Wetter und alles andere auch. Ich möchte euch hier zum Energiemodus was sagen, was wir hier auf der Cerberus so nutzen. Wir haben hier von Victron Energy das gesamte System und wir haben zum Beispiel hier einen Smart Shunt. Ich klicke das mal an. So, jetzt haben wir einen Überblick über unsere Batterien. Die Spannung beträgt momentan, wie man sieht, 14,11 Volt. Hier ist die Leistung, die reinkommt. Das sind 1,117 Watt. Und die Dauer unbegrenzt, weil momentan über unsere Solaranlage sehr viel Strom reinkommt. Ne? Also 117 Watt durch 12, das sind so 10 Ampere roundabout. Ne? Das ist das, was hier reinkommt momentan. Und hier können wir natürlich die gesamte Leistung abrufen, sehen, was wir verbraucht haben. Na, und dann gehen wir hier mal auf den Verlauf. So, und dann können wir uns hier angucken, wie der Verlauf war. Hier sieht man den niedrigsten Stromstand mal 11,85 Volt. Und dann haben wir hier die Starterbatterie, die hatte als niedrigsten Wert mal 11,63 Volt, die werden hier getrennt geführt. Maximal 15,23 und 14,72 für die Starterbatterie. Na, und hier können wir uns jetzt den Trend anzeigen lassen. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Und dann gehen wir hier mal in die Einstellung und hier haben wir mal die Batterie. Und hier können wir jetzt zum Beispiel alle Parameter voreinstellen, die wir so brauchen. Für Batterien, dieses hier ist natürlich auf AGM-Batterien eingestellt. Wir haben eine Kapazität von 360 Amperestunden für AGM. Da kommen noch 3x100 Lithium-Eisenphosphat dazu. Das kommt aber ein andermal, wie wir die integriert hier nutzen an Bord. Hier soll es erstmal nur über die Kapazität gehen, die im Moment zur Verfügung steht. Alles andere, also wie gesagt, 3x100 Amperestunden Batterien werden nochmal nachgerüstet hier für unseren Verbrauch. Also die dienen dann als Verbrauchsbatterien. Ne? So. Aber davon später mehr.
So, hier haben wir die Entladungsboden angegeben. Das sind 50%, das weiß jeder. Man kann maximal aus einer AGM-Batterie nur 50% rausziehen. Das wäre jetzt bei 360 Ampere maximal 180 Ampere, die wir hier entnehmen können. Hier nochmal ein ganz kleiner Einblick in die Elektrik von der Cerberus. Ja, ich habe noch, wie man sieht, AGM-Batterien drin. Und zwar habe ich hier vier Stück, die drei, die man jetzt hier sieht. Und dann habe ich noch vorne eine im Bug. Und zwar deshalb, weil da direkt die Ankerwinch ihren Strom draus zieht. Ist aber parallel mit diesen dreien verbunden. Das macht man deshalb, damit vorne der Weg so kurz wie möglich ist und diese Ankerwinch die maximale Spannung, die sie braucht, auch bekommt. So, hier sieht man nochmal den Shunt. Der blinkt blau. Der ist über komplett Minus. Also das heißt, alles wird gemessen, was rein oder rauskommt. Hier hinten haben wir dann nochmal den nächsten blauen, das ist der Solarregler. Ja, aber warum ich das euch jetzt nochmal zeige, ist folgendes. Ich werde wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz sicher, auf LiPo umstellen. Das liegt einfach daran, ich habe hier zwar 4x9 sind 36, 360 Amperestunden zur Verfügung. Aber die 360 Amperestunden kann ich ja nicht ganz nutzen. Ich kann maximal 50, bestenfalls sage ich mal 40 entziehen. Na, und dann habe ich 160, die ich nutzen kann. 160 Amperestunden ist nicht gerade viel, wenn mal eine ganze Woche keine Sonne scheint und kein Wind ist. Und deshalb überlege ich, diesen Schritt zu tun und eventuell diese Batterien auszutauschen. Hier mal weiter, gehen wir zurück. Das ist jetzt für den Verbrauch der Shunt. So, dann haben wir hier einmal einen Inverter und wir machen aus bei dem Inverter machen wir eben 230 Volt aus 12 Volt und hier haben wir den Zustand des Inverters. Ne? So sieht das momentan hier aus. Also aus ganz normal, es ist also nichts Besonderes hier. Na, was hier momentan angeschlossen ist. Dann ist unser Solar Charger damit drauf. So. Jetzt zeige ich euch mal hier die Montage von dem Inverter. Das hier ist die Plusleitung über die Sicherung, 120 Ampere. Und einmal natürlich die Minusleitung. So. Ich hoffe, dass ihr das alles so sehen könnt. Der ist jetzt hier. So sieht das Teil aus. So. Ich mache mal ein bisschen Licht. So. Da ist nochmal die Sicherung. Gehe mal ein bisschen dichter ran, so. So. Und jetzt schwenken wir hier mal rüber. So, jetzt sieht man hier dieses Kabel hier. Das geht hier in diese Dose. Und diese Steckdose, die ist getrennt, also diese nicht Abzweigdose, nicht Steckdose. Diese Abzweigdose ist getrennt vom 220 Volt Netz komplett. So, und deshalb versorgt diese Verteilerdose einige Steckdosen im Schiff. Das ist jetzt, wie wir sehen, der Solareinspeisung. Momentan ist ausgeschaltet, weil wir jetzt dunkel haben. Es ist draußen duster, somit kommt natürlich auch kein Strom. Und das können wir mal gucken, die vergangenen Tage. Hier hatten wir 160 Wattstunden, dann hatten wir hier nur, ich sage mal, was hat man hier, 100, gute 100 Wattstunden, hier 80 Wattstunden und hier nur 60 Wattstunden.
Das ist also das, was in die Batterie geladen wurde. Ich muss natürlich dazu sagen, diese Solarzellen sind momentan alle parallel. 4 Stück, die ich hinten auf dem Geräteträger habe, a 100 Watt, sind alle parallel zusammengeklemmt und gehen dann auf unseren Laderegler. Das wird noch geändert. Ich möchte die ganz gerne in Reihe schalten, so dass ich dann nicht 20 Volt habe, die in den Regler gehen, sondern 80 Volt. Aber das zeige ich euch dann später noch. Ich zeige euch mal, welche Steckdosen das sind. Das sind diese hier, die beiden. So. Die sind am Inverter. Macht ja auch Sinn, hier in der Pantry. Unser Fernseher. Und der Fernseher, der ist auch mit an einer Steckdose. Die ist hier drunter. So. Und da ist dieser Fernseher dran. Und der wird auch über den Inverter gespeist. Also 12 Volt, 230 Volt. So, und diese Steckdose. Hier unten, die Doppelsteckdose, die man da sieht. Diese beiden auch noch. Alles andere im Schiff bleibt über 220 Volt, alle anderen Steckdosen. Und sind hier über diese Sicherung hier. Und über diesen Zähler hier. Da ist der Zähler. Das sind die anderen Sicherungen, die achtern am Schiff sind. Und das sind 5 Steckdosen, die über den Inverter laufen. So sieht das momentan aus. Nachdem wir jetzt alles fertig haben und haben auch die hier nochmal die Kabelbinder gesetzt. Hier sind einige Platinen auch noch drin. Das ist aber alles von Bavaria hier. Weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Das haben wir gemacht, den Datenbus. Aber so ist es jetzt hier. Das haben wir auch gemacht. Die 12 Volt Abnahme bis 8 Ampere. So, dann gucken wir mal hier aufs AES. Wir haben jetzt hier auch überall Kabelbinder verwendet. So ist es jetzt fertig. Alle anderen Kabel kommen von unten, wie man hier sieht. Na, da sieht es ein bisschen wüst aus, aber das kann man nicht anders machen. Sonst müsste man unterhalb, da kommt man aber nicht hin, Kabelkanäle verlegen. Und das ist, bringt das auch nicht. So sind sie festgemacht, die Kabel, hängen nach unten durch. Hier nochmal der Minus. Sieht man es hier? Ja, das ist der Hauptminus, der darauf geht, auf die Schiene. Da war früher der Schand zwischen. Aber wenn wir den dazwischen machen, wie gesagt, dann zählt er ja nicht, was wir vorne aus der Batterie nehmen. Wir haben ja vorne eine Pufferbatterie, 90 Ampere AGM. Die ist eigentlich für die Ankerwinch da, damit die genug Strom auf kurzem Weg kriegt. Sonst müssten wir eine 50 Quadrat Leitung legen, von hier mittschiffs bis vorne hin. Aber warum? Wir können die auch da platzieren. Ja, das dazu nochmal. So. Hier gehen wir noch mal weiter. Das habt ihr ja schon gesehen. So, dies habt ihr auch gesehen hier. Na, hier kommt 220 Volt rein, abgesichert. Hier ist der Zähler. So, gehen wir hier noch mal hin. So, so sieht das Panel aus. Momentan. Das ist die Heizung hier. Ja. Das war die gesamte Stromversorgung hier auf der Segeljacht Cerberus. Lasst doch bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video von uns gibt. Sailing Cerberus sagt nun goodbye. Schön, dass ihr wieder dabei wart.